Wir schreiben das Jahr 1530. Seit 200 Jahren regiert das Ashikaga-Shogunat Japan von seiner Hauptstadt Kyoto aus. Doch der jüngste Onin-Krieg hat gezeigt, dass das Haus Ashikaga die großen Clans nicht mehr kontrollieren kann. Es ist Zeit, dass ein neuer Krieger sich den Titel des Shoguns erkämpft. Japan ist zwischen skrupellosen Kriegsfürsten aufgeteilt. Armeen werden aufgebaut, nur um dann in einer der vielen grausamen Schlachten zu sterben, die der Ära ihren verdienten Namen gaben. Sengoku Jidai, das Zeitalter des kriegszerrissenen Landes. Jedes Jahr werden die endlosen Ebenen an den Grenzen der Clangebiete mit dem Blut tausender tapferer Samurai getränkt, die für ihre Lehensherren und ihre Ehre kämpfen und sterben. Wenn nötig, nehmt sogar Hilfe der Außenweltler an. Die Gaijin können nützliche Bauern in eurem Schachspiel sein, da sie Waffen und Handelsgüter aus Übersee bringen. Wenn sie lästig werden, müssen sie von unseren Ufern verbannt oder sogar eliminiert werden. Wenn es keinen anderen Weg mehr gibt, kann ein geschickter Mord den Weg zum Sieg ebnen. Selbst ein General, der im Kampf unbesiegbar ist, wird im Schlaf verwundbar wie ein Säugling. Benutzt die Schattenkämpfer, denn niemand kann im Dunkel der Nacht den Tod bringen wie sie. Niemand ist unerreichbar. Die Ehre ist alles für einen Samurai. Ein Mann, der sein Gesicht und seine Ehre verloren hat, muss logischerweise auch seinen Kopf verlieren. Das ist Bushido, der Weg des Kriegers. Folgt diesen weisen Regeln, die seit Generationen weitergegeben wurden, und euer Sieg wird endgültig sein. Japan kann nur von einem einzigen Mann regiert werden. Einem großen Krieger, General und Strategen. Um Shogun zu werden, müsst ihr die Schlachten ebenso mit dem Verstand gewinnen wie mit dem Schwert. Nun ist eure Zeit gekommen. Lasst den großen Krieg beginnen.